So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier am LS22 bei der Familie Raftsan. Schön, dass ihr dabei seid. Wir tanken gerade ein bisschen Wasser hier. Ich werde wahrscheinlich mit meinem Trecker nicht mehr hochkommen, aber es ist normal. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass die Kälber jetzt inzwischen Milch brauchen. Ist doch schön zu wissen. Und dass die kein Futter nehmen und dass das nicht richtig angezeigt wird. Wahrscheinlich geht es nicht anders. Ja, kalken wollten wir eigentlich schon seit Urzeiten. Oh, da war ja ein Grasfeld. Wem gehört das Grasfeld auf 26? Grasfeld auf Bär? 26? Wieso? Ja, ich wollte nur sagen, war ein schöner Wendekreis. Du hast jetzt Spuren drin. Komm, Spuren. Hätte da Gras wachsen sollen. Ich dachte, da sollten Traktorreifen verwachsen. Bitte, kannst du mir doch gefallen da? Da unten stangerten zwei Säcke Säcke Dünger und zwei Säcke Saatgut. Kannst du mir die aufbringen? Hast wenn du mir eine Schubleistung gibst, ich komme hier den Berg nicht hoch. Ich wollte gerade den vollen Wasserhänger wieder zurückbringen. 5 km/h, 4 km/h, 5 km/h. Wow. Verstehst du jetzt meinen Einwand von Ja, ich verstehe den. Aber ich hätte ja, weißt du, ich habe ja einen anderen Trecker noch. Einen potenteren. Der schafft es, aber ich habe jetzt halt den kleinen genommen. Und der wollte hat das mal so den kleinen testen. Und der hat halt so seine. Er schafft's, aber. Ich lasse mal die Luke auf, da kann er ein bisschen Wasser reinfüllen. Ja, ich kann dir das dann irgendwie bringen. Wirklich? Hast du einen Hänger oder sowas? Oder? Nö. Ja. Aber ohne Autoload, gell? Denk dran. Ich zähle das auch bei dir eine Sache. Ja, natürlich ohne Autoload. Hallo? Was ist eigentlich das? Primär wäre mir eigentlich wichtig, aber verdammt. Was ist das? Der Dünger, der geht mir aus. Aber den kann ich eh so auch. Okay. Offen hat er noch, ja. Aber ich brauche einen Hänger. Ja, da steht der Kubota schon wieder unten, da wo er eigentlich hingehört. Ja. Der für die Päckchen. Der ja. Für die Säcke, ja. Dann ja, der steht da. Ich hol schon meinen Hänger. Wieso brauchst du nicht? Mir reicht der eine Sack. Ach, einen Sack brauchst du bloß. Ja, weiß ich nicht. Ich werde sicher mehr brauchen, aber da geht nicht viel rein. Aber dann fahre ich jetzt mit dem Kubota mit dem einen Sack da die rüber und dann fahre ich mit dem Kubota wieder zurück. Ja, super, das ist ja. Nein, dann kannst du den Kubota stehen lassen. Ich krieg nicht so viel da rein. Deswegen ja. Du meinst, ich komme jetzt mit dem Kubota hoch und dann lasse ich den bei dir stehen. Genau. Das wäre ich. Ja, okay. Jetzt fahre ich ja schon mein Glas heim. Dann suche ich den nachher. Der muss weinen. Sonst muss er. Der ist alleine und freut sich dann nicht. Genau. Leonard? Ja. Was tust du? Nix. Immer noch ansehen. Ansehen? Wieso? Ich wollte fragen, ob du vielleicht Zeit hast, mir was vorbeizubringen. Nee. Ich wollte jetzt den Auftrag nicht weitergeben, aber hat irgendeiner Zeit? Und für was? Da sollten wir mal das Feld kalken. Ah, du bist. Das wollte ich schon die ganze Zeit, ich komme nicht zum Feld. Nee, kalk mal dein Feld, alles gut. Nee, alles gut. Ich mach das schon. Ich helfe dir doch. Du hast mir doch jetzt angehört. Du hast nämlich eh bald Spaghetti-Time. Spaghetti-Time. Ach, das Öffis riecht schon die Nudeln. Die kleben schon an der Wand. Tut mir leid, ich muss gerade meine Schafe und Ziegen füttern. Ja, du traust da was. Ja, Mensch, ich muss mich doch mit meinen Verwandten wieder heimisch führen. Mit deinen Verwandten, dein Schäfchen? Nee, Zicken. Mit den Zicken, die Zicklines. Ah, jetzt geht's, warte mal. Wieso geht jetzt wieder nicht mehr rein? Willst du mich vereiern? Was? Nee. Na, der will mich da, glaube ich, verkacken ein bisschen. So, also dann. Bist du eigentlich zu Hause? Bei dem Schweinchen da oben, ne? Ja, aber mein Ding steht beim Shop. Das weiß ich ja gar nicht. Was? Was steht im da? Im Shop stehen meine Sachen. Ja, schon klar. Aber ich muss das erst mal holen, dann muss ich zu dir bringen. Oh, ist das Nacht jetzt geworden? Na, das ist beim Shop. Du hast noch 45 Minuten Zeit. Ich versuche gerade mit dem Kubota drum rumzufahren. Das dauert halt Zeit.
die Säckchen stehen beim Shop und ich stehe hinterm Shop, mehr oder weniger oben beim. Ja. Bei dem Feld. Weiß ich nicht, was ja. das ist. Und jetzt? Ja. Und da brauche ich an den an. Was machst du da gerade? Du hast dieselbe Idee gehabt, das ist andersrum. Und jetzt, was willst du? Soll ich dir noch helfen? Oder den mittleren Sack brauche ich bitte. Du brauchst den mittleren Sack. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, dass er den mittleren Sack braucht, finde ich auch unverschämt. Nein, vor allem voll der Luxus. Ich habe nur einen mittleren rechten. Also unglaublich, ich halte gerade meine Schafe zicken. Was, du hast deinen linken und einen rechten Sack. Na, jetzt machen wir aber Sorgen. Du hast keinen mittleren. Ich habe nur einen mittleren. So, und welchen von den 100 Säcken willst du jetzt? Ja, den mittleren habe ich ja gesagt. Da stehen zwei links, einer in der Mitte und zwei von links. Links stehen 4, 5 ja. und rechts stehen 3. Ne, den mittleren von den 3. Den mittleren von den 3. Saatgut, ne? Na, Dünger. Dünger. Das also dazwischen. Kalk? Ja. Ich bei den 5 sind es kalt. Mal. Schönen Abend euch, schöne Sonne und man sieht sich. Ciao, ciao. Tschüss. Was? Ciao? Wie? Er geht. Ich hab gedacht, der hilft mir jetzt kalten. Also, ja, sag mal. Leonard, was freist denn hier ein? Ich war Feierabend jetzt. Warum? Du isch jetzt meine Spaghetti zu Hause weg, das Lashfalk, gell? Das ist. Kann ich nicht versprechen. Das glaub ich. Die Jugend hört so durch. Ja, unglaublich, oder? Aber das ist doch Saatgut, oder? Neben ja, dem. Aber der mittlere zwischen die 5 und die 2. Okay. Das muss Dünger sein. Warte, das sehe ich halt nicht. Ja, ich probier's mal. Ich nehme den mal raus. Also da stehen 2, dann einer, dann 5. Ja, da steht ja richtig genau, bescheuert. Der eine halt. Der steht richtig bescheuert, ja. Ja, was? Darum habe ich ja gefragt, ob man den beholt. Ja, ja, ich merk's schon. Aber du hast ja auch schwierige Aufgaben für mich erledigt. Nein, ja, ich komme hier da meisterhaft. Ja, ja, meisterhaft. Ich beschwere mich ja schon nicht. Alles gut. Allerdings muss ich den jetzt da rausfischen, das ging schon mal nicht. Ja, man, ich würde ja nicht unter Zeitdruck setzen, aber du hast nur mal 40 Minuten. Zeit läuft. Du wirst das wurscht. Ich weiß, wie war das mit Wetten, das vorher? Wetten wir, er schafft es noch vor Schließung des Shoppes rauszukommen, oder warte schon? Ich bezweifle sowas fast schon. Hä? Ich muss mal das einschalten, da was da geht. Wie ist denn das? Ich kann das gar nicht einhängen. Was? Ankuppeln? Wenn ich, warte mal, hast, ich glaube, du hast keinen Donner bei mir, oder? Das weiß ich nicht. Ja, nicht. Doch, jetzt ging's. Du musst es ankuppeln. Ja, das ja, aber, du bist aber auch Kalk. Hast du das auch Kalk? Ja. Gibt's doch nicht. Wieso? Gibt's auch Blut. Wenn ich sag. Das ist auch Kalk. Ja, ja da. Ja, willst du mich von Kackeiern oder was? Mineraldünger, steht nicht drauf. Oh. Das da. Ja. Komm, Kali. Ja, das ist aber der linke von den 3, das weißt du aber schon. Schau mal, 2, 5 und der in der Mitte. Ich habe gesagt, der in der Mitte. Nee. Also wir müssen ein bisschen noch an der Kommunikation arbeiten, Hartmut. Wir müssen ein bisschen üben. Das funktioniert noch nicht so ganz. Ja. Da sind wir irgendwie noch nicht so ganz dabei. Wie gesagt, jetzt stimmen den 3 Linkssäcken. Das sind wir nicht anders von euch gewohnt. So, und wo hättest du jetzt gern hingehabt? Was ist denn mein Feld 23? Ja, wo ist jetzt auch das wieder? Ja, oben am Shop eigentlich. Oben am Shop? Von welcher Seite aus? Also unterm Shop oben? Eigentlich. Da, wo du mir gerade entgegenkommen bist. Ja, genau, da hoch. Ich habe jetzt mein Kärtlein nicht dabei. Ja, dann schau auf den Handy. Nein, das habe ich nicht dabei. Wir werden am Fahren kein Handy fahren. Zockt er. No Drive und Mobile. Phone Booking. Du rufst halt, wenn du mich siehst. Drink and drive is dead. Look and drive is dead too. Genau, looky looky und drive ist. Warum braucht eigentlich der Pflanzensensor ein Tageslicht? Ja, weil der Tageslicht braucht. Bist du jetzt? Da hinten. Wie fahr ich denn da hin? Rechts noch, oder? Sag mal, warum ist es so dunkel?
Ja. Keine Ahnung, September. Ja. September. Das machen wir ja schon im Oktober. Das ist ganz dumm, wird nicht mehr hell oder was? Ja, da haben wir dann Eiszeiten. Ja. Der Eiszeitzug. Ich sehe schon, das nächste Ding gehen wir nach Kalifornien oder so. Ich war Brasilien. Ich war für Brasilien. Zuckerhut ist arg süß dort. Ja. Aber da wird man so arg abgelenkt mit Copacabana und so Geschichten. Macht da nix. Doch, das ist doch schön, ne? Das sollte man immer schon mal anschauen. Was denn? Copacabana. Ja, wo bist du denn jetzt? Soll ich es einfach hinstellen, oder? Ja, stell auf den. An der Copacabana und am Wörthersee. Ach so. Ich lasse ihn mal so stehen. Ja. Starke Männer in Übersee. Was? Aber das kennt ihr ja nicht, das Lied. Natürlich kennen wir das, hallo? Wirklich? Das ist logisch. Wir kennen das nicht, natürlich kenne ich das. Weiß ich nicht. ERV, ja, oder? Ja. Ich habe es schon mal gehört, aber erste allgemeine Sänger ist, kenne ich jetzt nicht. Erste allgemeine Verunsicherung, genau. Ja, logisch kennt man die Freizeit. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, es ist doch schön, dass du nicht damit rechnest, dass das meine Zeit noch ist. Wow. Gutes Kompliment. Ja, ganz toll. So, dann wollen wir hier mal kalken. Ja, wir können Zwang an. Schaffe ich das vielleicht auch mal? Wenn nicht der Hartmut wieder was von dir möchte, ja. Das wird jetzt ist der Hartmut wieder schuld. Der Hartmut hat heute einen halben Tag geholfen, anstatt dass er selbst gearbeitet hat. Du hast ja dann wenigstens mal gearbeitet. Hey. Schießt hey, aber deinen jungen Mann, du. Ja, so wie man sich sagen, aber so meine Schweine sind versorgt. Ja, meine Tiere auch. Seit Anfang an. Gibt nämlich einen Shop, da kann man es kaufen. Na gut. Weiß. Aber ich hatte ja schon von Anfang an Hafer, ich hatte ja auch Stroh. Aber die haben kein Mischfutter auch zum Kaufen. Das ist, finde ich, unpraktisch. Doch, gibt es. Mischfutter, ne? Doch. Wo? Und der Palette, was kann man kaufen? Zeig mir, wo es Mischfutter zum Kaufen gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Warte. Das war eine Palette. Ich bin auch der Meinung, dass ich schon gesehen habe. Oder was? Mineralfutter, das kann auch. Mineralfutter gibt's ja, das musste ich ja kaufen. Vertue ich mich jetzt wirklich mit den Mods manchmal? Ich habe das nicht mehr ganz. Guck mal, ob es das gibt. Nee, okay, hast recht. Es war. Gibt's nicht, war ne? War mit einem Mod. Ich nehme alles zurück. Es war ein Mod. Genau. Ich habe ja schon geguckt und nicht gefunden. Aber gut, das heißt ja nichts. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch falsch gucken. Eben. Ups. So. Das ist schon finster. Hey. Ich bin jetzt mal eigentlich gespannt, ob nachher die Kreditzinstilgung von selber abgebucht wird. Mal schon. Hast du doch einen Kredit genommen? Er hatte ja schon einen. So. Das Käfe, bin ich aber enttäuscht. Ja Mensch, hallo, ich muss investieren, damit ich Profit kriege. Du musst investieren. Ja. In Hüerhöttchen? Nee. In Hühörtchen musste ich noch nicht investieren. Hast du eigentlich schon welche? Ja, zwei. Zwei Haflinger. Ich habe dich noch nie ausweiten sehen. Müssen wir die inzwischen wieder ausweiten oder muss man die ja, die muss man ausweiten, wenn sie groß sind, aber ich habe Fohlen. Ach, ja, das wird dann ein bisschen. Wenn die beide dann am Boden schleifen, das ist ein bisschen unpraktisch. Kannst du ja das Pferd tragen. Deswegen, ich habe Pferde, ja, aber ich habe nur die. Das ist auch nicht schlecht, ja. Reiten die eher das Pferd mit uns Pferd. Ja, das ist auch cool, ja. Okay, hier ist der Trigger. Warst du jetzt ausreiten? Nee, ich habe meinen Pony getragen. Nein, es war mit mir. Weil die Fohlen waren günstiger als, ja, als Pferde. Logisch.
dem Fall. Ja. Die geben aber keine Fohlenmilch. Und jetzt gerade, nee, die gibt leider keine Fohlenmilch. Jetzt gerade habe ich Ziegen und Schafe mir besorgt. Ziegen und Schafe gleich? Das ist schon mal was. Wie viel? Eine und eine oder was? Nee, warte. Insgesamt habe ich 50 Tiere drin. Was? 50? Ja. Ich habe 10 Weibchen, ein Junge. 10, also von jeder von den Schafen habe ich 10, 20, 30, 25 weibliche Männer und weibliche Männer, was erzählst du da gerade von Quatsch? Jetzt fang aber nicht mit ihnen an und so. Ja, ich sende nicht. Ich habe einen Schulabschluss. Cool. Nee, ich habe insgesamt 50. Weil Schafe und Ziegen brauchen ein und dasselbe Futter. Das ist gut, ja. So, ob Nerdiker jetzt das Ganze nehmen wir zu. Das Wetter geht mir auf den Keks hier echt. Ja, wir sind in Italien und es regnet nur. Echt den ganzen Tag? Jetzt hätten wir hier spielen halt. Den ganzen Tag das Gepiesel hier. Also ich will nichts sagen, aber meinetwegen konnten wir dann spulen. Ja, Schlaf. Wegen mir auch. Ja, bin ich schon lange für. Ich bestätig. Ah, verdammt, schon wieder verstruckt. Meine Güte. Fahr zurück wie der Vogel. So, ich muss ja noch mein Saatgut auch holen. Verdammt, okay. Haben die Schafstall hat der Produktion Wasser Ziegenmilch? Nein, wo fahren die da? Nein, bitte komm wieder raus. Ja, danke. Bitte? Alles gut, oder? Nix, alles gut, ja. Hier ist das für die Schafsweide. Okay. Also Schoren und Milch kriege ich auch bald. Oh, Schoren und Milch? Ja, Schoren und Milch. Also Wolle und Milch. Genau. Man kann es natürlich auch leicht machen, indem man Deutsch spricht. Ja, das wäre zu leicht. Genau. Leicht kann ja jeder. Genau. Sag nur Kuhhof nehmen, ne? Leicht kann jeder. Genau. Der na, ist doch nur das beste Beispiel. Der versucht Master sich... Master wäre eigentlich Schweinestall gewesen. Ja, irgendwas muss ich ja dem Kollegen noch übrig lassen, ne? So, das ist die höchste, die Königsdisziplin. Wollt ihr gleich alles eigentlich auf einmal haben, ne? Nicht wissen. Königsdisziplin. Wollt ihr schon mit mir nicht zusammenarbeiten? Nö. Siehste? Irgendwann muss ich auch mal lernen, auf den eigenen Füßen zu stehen. Das stimmt. Kann ja immer vom Bruder abhängig sein, das ist auch wieder recht. Ja. Aber kann immer nach ihm rufen, wenn man Hilfe braucht. Ja, aber weißt du, das ist immer das Schlimme, weil du liegst nur auf der faulen Haut zumindest. Das hört sich oft mal so, ja. So. Ich dachte, wir wollten spulen. Wie viel passt da jetzt in den Kalker da rein? Wir sollten uns... Keine Ahnung, warum. Ja, weil ich jetzt fertig bin. Ja, 100%. Wie viel Prozent hast du verbraucht? 70. 70 Prozent, also 30 Prozent sind noch drinnen. Ja. Das heißt, 70 Prozent waren 7.000. Ah, also pro Prozent 1 Euro. Genau, na 100. 100. Na 10 Euro, warte mal. 70 Prozent. Mehr gesagt, 1. 100. 1 Prozent, 1 Euro, oder? Nee, 100. 1 Prozent, 10 Euro. Hä? Ja, stimmt. Oh Gott. Also 7.000. Also, genau. Das ist aber teuer. Nein, ist nicht teuer. Ja, Kalk braucht ja auch sehr viel immer, ne? Das ist ja gar nicht teuer, weil jetzt überleg einmal, du kaufst den Kalk 1000 Liter für 1000 ein, oder? Oder für 2000 sogar. 1000 für 1000, irgendwie so. Wie kaufst du den Kalk ein? 450 für 2000. 450? Ja. Ja, da müssen wir es wirklich billiger machen. Das müssen wir anders machen. Also 450 für 2000 Liter. Wie viel hast du hast jetzt verbraucht? Oder wie viel? Ich glaube 18.500 gingen eine. 18.5? Ich weiß nicht genau, was da reingeht. Ja, 18.500. Glaube ich. Wie viel sind da drin? Da
Ich rechne. Drin sind noch 5790. Das heißt, du hast 13.000 circa verbraucht? Ja. 13.000. Durch 2.000 sind 6,5 mal 450, sind wir bei 2.925. Hm. Ja, dann machen wir wirklich 10 Euro pro 10 Cent. Also 1 Euro. Dann ist gerecht, oder? Dann kriege ich meine 2.500 zurück einmal von der Stadt und überweise dann 250 wieder. Geht das überhaupt 250? Nein, nur 100er Schritte. Was haben wir gesagt? 2.500, gell? Hätte es eigentlich jetzt gekostet. Geteilt durch die 70. Na, deins hätte, boah, was haben wir jetzt gesagt? 2.000 irgendwas, ja. Ja. Ja, deswegen haben wir gesagt, 1 für 1. 1 für 1. Nein, 1 für 10. 1 für 10. Ja. 70 mal 10, da wären 700 gewesen. Genau. Das passt. 700 ist, glaube ich, ein guter Wert. Ja. Das heißt, kannst du die 2000, also nein, dann muss ich meine. Da machen wir es beim Dünger. Oder? Dünger wäre dann in Ordnung gewesen, wann das wer braucht. Müssen wir halt dann ausrechnen, ja. Immer so ein bisschen. Ja. Also ja, oder jeder seinen eigenen Dünger kaufen und fertig. Ich glaube alles. Das ist am einfachsten, wenn jeder sein Zeug selber kauft. Beim Kalk ist halt jetzt nicht so tragisch. Ja. Da kann man 1 zu 10 machen und dann ist gut. So, überwiesen. So, ich überweise mal wieder zurück. Ja. 2500 zurück. Und jetzt ist ja gleich Shop zu, ne? Schweine. Wir können keinen Kalk mehr nachladen. Da müssen wir bis 9 Uhr warten. Ja, aber ich überweise dann 300, dann runde ich auf oder ab, oder was machen wir? 250 gleich aufgerundet auf 300, oder? Ja. Ja, hast du dir wie zurücküberweisen oder was? Ich hab mir 2500 jetzt zurücküberwiesen und müsste 250 eigentlich zahlen. Ja. Machen wir dann 300? Ja. Rutscht dann halt immer nach oben auf. Ist ja eh schon günstiger dann. Sag jetzt so, gut, können wir es ja aus jeder sein Zeug selber kaufen. Du kannst es ja ausladen und bei dir am Hof zwischenlagern. Es liegt ja, es liegt eh auf Paletten. Warte, ich glaube, ich kann das sogar bei mir auf dem Hof zwischenlagern, weil ich habe ein Dünger- und Saatgutlager. Ja. Gekauft. Echt? Ja, da haben wir ein Silo gekauft. Und nicht das, wo man immer ausladen kann. Achso. Glaube ich halt. Ich hoffe halt. Ich gehe halt einmal davon aus. Hab's noch nicht probiert. Aber wir können es jetzt gleich probieren. Ich lade das schon mal auf schnell. Bevor vorne zu ist. Nein, vorne ist noch nicht zu, 10 Minuten hast du noch. Ja. Es dauert aber, bis der Kalk ladet. Das ist blöd. Ich lade jetzt die zwei Säcke noch auf und dann fahre ich raus, sonst ist mein Trecker gefangen. Genau, da wollte ich irgendwas holen von dem Ding und habe dadurch ein Feld nicht walzen können. So, jetzt schauen wir mal, ob ich da was beladen kann. Also ist es nicht ganz voll geworden. Mit dem oder was? Ja, ich kann. Warte mal. Kauf du noch schon ein paar, wenn du gerade drin bist, Kalk. Na, ich bin gerade nicht drin. Dann fahre ich ihn jetzt raus, was sonst kann ich nicht raus. Alles gut. Also ja, es funktioniert, mein Lager, Das sind ja die Lager von Giants, gell? Na, ich hab das von woanders genommen. So, mein Lieben, aber das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Die Kuh hat Mu gemacht, das war das Zeichen fürs Abschalten für heute. Wir bedanken uns und bis zur nächsten Folge.
Eure Raftzahns. Ciao, ciao. Gut.